Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Lippenlookbook für euch. Und zwar habt ihr euch das gewünscht, nachdem ich euch das Follow Me Around vom Essence Event hochgeladen hatte. Da haben mich nämlich ganz viele gefragt, ob ich die 5 Lippenstifte, die diese coole Form haben, nicht mal näher vorstellen könnte. Und zwar spreche ich gerade von diesen Lippenstiften hier. Die haben diese coole Form, weil es eine 2-in-1 Produkt ist. Ihr habt quasi einen Lip Liner und einen Lippenstift in einem. Und das Video, das mache ich heute natürlich sehr, sehr gerne, weil es sehr angefragt wurde. Und falls ihr das Video vom Essence Event noch nicht gesehen habt und falls euch da irgendwelche Produkte noch interessieren, die ins Sortiment gekommen sind, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich verlinke euch das Video nochmal unten in die Infobox, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Und falls es euch bei mir heute noch nicht genug ist, dann schaut sehr, sehr gerne mal bei meiner Freundin Sandy vorbei. Sie lädt nämlich heute auch ein Video hoch zu ihren Essence-Favoriten sozusagen, die sich so rauskristallisiert haben aus dem Ganzen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich erinnere euch aber am Ende meines Videos nochmal dran und ich würde euch raten, auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Swatches dieser wunderschönen Lippenstifte. Ich habe natürlich schon meinen Favoriten. Ich blende euch dann auch immer den Namen vom Lippenstift ein. Ich zeige euch den Lippenstift auf meinen Lippen und ich würde sagen, jetzt habe ich genug gequatscht. Wir legen los. Ganz viel Spaß beim Video. Lookbook für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommen wir, wie versprochen, noch zu meiner Verlosung. Und zwar verlose ich euch diese wunderschönen Lippenstifte hier. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Und ich wünsche mir einen Kommentar, in dem ihr mir schreibt, welcher Lippenstift denn wohl mein Liebling ist. Ja, da bin ich ganz gespannt. Was meint ihr? Welcher Lippenstift steht mir am besten? Hinterlasst mir das sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, schreibt mir, welche Produkte ihr noch geswatcht sehen möchtet aus dem Follow Me Around, das ich euch unten in der Infobox verlinke. Ja, ich bin schon ganz gespannt, was ich übrigens ein bisschen schade fand, dass 2 abgebrochen sind, 2 Spitzen. Aber gut, das tut dem Ganzen keinen Abbruch sozusagen. Ich finde trotzdem, dass sie sich wunderbar auftragen lassen. Ich habe ein schönes Tragegefühl und ich bin ganz gespannt, wie lange sie denn halten. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ein Wortspiel hier nach dem anderen. Also schaut jetzt auf jeden Fall noch bei meiner Freundin Sandy vorbei. Vergesst nicht, ihr liebe Grüße zu hinterlassen. Sie hat heute übrigens auch ein ganz tolles Gewinnspiel. Also vorbeischauen lohnt sich sozusagen jetzt. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!